Ein wichtiger Punkt fehlt. Ich muss auch sagen, Leute, das ist jetzt, ne? Man hätte eine Ladestation, die ist schon seit Wochen zum Teil außer Betrieb, nichts passiert. Wir werden hier ganz anders drauf gucken an der Stelle. Gibt es dann an den Hubs nur CCS oder wird es auch CHAdeMO-Anschlüsse geben? Seid herzlich gegrüßt. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und ich freue mich ganz besonders, heute wieder mal den Johannes bei mir, bei uns, für euch zu Gast zu haben und sage einfach erstmal Hallo nach Berlin. Hallo Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier heute Rede und Antwort stehen zu dürfen. Vor allem, glaube ich, auch zum Thema Schnellladegesetz. Das ist genau unser Thema heute. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir hatten vor kurzem eine Live-Sendung zu dem Thema und sind mal so ein bisschen den Gesetzentwurf durchgegangen. Ja, und da sind ein paar Fragen aufgetaucht und ich freue mich halt sehr, Johannes, dass du kurzfristig Zeit gefunden hast, auf diese Fragen ein bisschen uns vielleicht Licht ins Dunkel bringen zu können. Und deswegen fange ich einfach mal gleich von der Leber weg an und frage dich einfach mal vorneweg, Johannes, ist das mit der Elektromobilität in Deutschland echt so schlimm, dass wir jetzt ein Schnellladegesetz brauchen? Das hört sich so an, als jetzt wird mit Zwang Schnellladeinfrastruktur aufgebaut. Oh ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hat man bei vielen Leuten so einen Nerv getroffen nach dem Motto, wofür brauchst du das denn eigentlich? Was, glaube ich, nicht überall angekommen ist, es ist die Grundlage dafür, dass wir hinterher eine saubere Ausschreibung machen können zu dem Thema 1000 HPC-Standorte. Das wird ja grundsätzlich sehr positiv bewertet, dass wir das tun. Wir haben im Vorfeld analysiert, ob es offene Flanken gibt, wo dann jemand später klagen könnte oder das Verfahren verzögern oder stoppen könnte. Und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass wir hier eine rechtliche Absicherung brauchen. Und ich glaube, das ist gut nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen wie bei den Schulthemen. Also wenn der Bund Geld im kommunalen Kontext ausgibt für Themen, wo er nicht originär vielleicht verantwortlich ist oder wo eine Unklarheit besteht, braucht man eine juristische Klärung. Das hat man hier gemacht. Und bei der Gelegenheit auch ein paar andere Sachen mit eingeflochten, in dem Schnellladegesetz zum Beispiel, was ist mit den Bundesautobahnen etc. Wer macht eigentlich da die Vorgaben zum Beispiel? Von daher ist das, glaube ich, das Gesetz viel, viel besser als jetzt, in der ersten Wahrnehmung, glaube ich, es bei den Leuten angekommen ist. Johannes, ich gebe ganz offen zu, ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen und mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz klar, wer spielt hier in dieser ganzen Geschichte eigentlich welche Rolle? Also welche Rolle hat der Bund? Ich habe gelesen, der Bund macht Ausschreibungen. Welche Rolle werden die Betreiber spielen? Denn der Bund, so wie ich es verstanden habe, wird nicht Betreiber der Schnellladestandorte sein. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wer hier welche Rolle spielt und wofür eigentlich der Bund jetzt hier 2 Milliarden Euro in die Hand nimmt? Ja, vielleicht vorab noch, wir haben ja ein Grundproblem. Über das Thema Ausschreibung und die Inhalte dürfen wir nicht reden, weil es eben aus wettbewerblichen Charakter hat und wir dürfen das nicht kommunizieren. Wir müssten es aber tun, um das Gesamtbild zu erzeugen, damit man daraus versteht, okay, was will der Bund eigentlich an der Stelle? Und das fällt uns natürlich an der Stelle auf die Füße. Die Leute haben eigentlich nur die Hälfte der Informationen und dementsprechend ist auch quasi die Verwirrung groß. Es fehlen ja eigentlich sogar noch eine weitere Komponente. Wir haben das Gesetz, aber es fehlt natürlich noch die Verordnungsebene, die auch noch kommen muss, wo manche Dinge geklärt werden. Und natürlich dann der Ausschreibungstext. Und aus beiden wird man dann erschließen, ah, was hat der Bund denn eigentlich vor? Okay, das heißt, dass du die Frage jetzt so gar nicht beantworten darfst. Eine Sache können wir klären. Also Ja. die Rollenverteilung Ja. an der Stelle ist ja ganz wichtig. Der Bund sieht sich nicht als der bessere Betreiber oder bessere Aufbauer von Ladeinfrastruktur. Hier sind wir ganz klar der Meinung, das ist das Mandat der Wirtschaft, die sollen das tun. Und deswegen sagen wir ja auch, okay, in diesem Ausschreibungswettbewerb, also in dem Wettbewerb um den Markt, ne, sollen diese Akteure an den Staat und in einem gegenseitigen Wettbewerb gucken, wer kann es am besten, ne, und zu einem guten Preis, ne, um es mal salopp zu formulieren. Der Staat selber kann eine Sache aber besser als die Industrie an der Stelle. Das, was wir erleben über die ganz vielen verschiedenen Player da draußen, die jetzt Infrastruktur aufbauen, ist ein Bottom-up-Ansatz. Die gehen auf die Standorte, wo sie am ehesten eine Wirtschaftlichkeit sehen. Und das ist ihr gutes Recht. Die Aufgabe eines Unternehmens ist es, Geld zu verdienen. Ne? Es ist nicht deren Job, quasi dafür zu sorgen, dass es eine Flächen- und Bedarfsdeckung gibt, ne, um der Allgemeinheit was Gutes zu tun, sondern die müssen Geld verdienen. So. Das bringt uns aber zu dem Punkt, dass wir jetzt gerade, um diese Henne-Ei-Thematik aufzulösen, ja eine Flächendeckung brauchen. Eine Bedarfsdeckung, die natürlich top-down organisiert werden muss. So, und das quasi jetzt zusammenzuführen, ist quasi das Ziel dieser Ausschreibung, indem wir sagen, okay, wir haben einen Vorschlag oder eine Vorstellung davon, einen Gesamtplan, was brauchen wir denn, um diese Flächendeckung und Bedarfsdeckung zu erzeugen? Und dieses initiale Netz, das schreiben wir jetzt aus.
Uns ist aber bewusst, und das ist ja ein Hauptkritikpunkt, dass wir damit natürlich bestehende Aktivitäten und zukünftige nicht irgendwie torpedieren oder beschädigen dürfen, sondern das muss ins Gesamtbild reinpassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir treten ja dafür an, dass 2030 ein Gesamtsystem steht, ne? Und wir wollen ja nicht sagen, der Bund möchte zeigen, dass er das bessere CBO-Projekt hat, ne? Sondern es geht darum, wir wollen den Hochlauf der Elektromobilität sicherstellen. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz so zur Erklärung. CPO, also CPO, Charge Point Operator, das ist derjenige, der eine Lade, also ich breche es mal runter, der eine Ladesäule zum Beispiel betreibt, die Hardware betreibt, ne? Wir kommen vielleicht nachher noch zu dem Begriff MSP. Das ist der, das wisst ihr, der Ladestromanbieter, also der, von dem ihr vielleicht eure Ladekarte oder eure Lade-App habt. Johannes, da ist jetzt von 1000 Standorten die Rede in diesem Gesetz. Was müssen wir uns unter so einem Standort dann vorstellen? Steht dann wieder ein Triple Charger irgendwo an der Raststätte? Gesetz sagt ja schon mindestens 150 kW, und wir sagen, wir müssen stärker in Hubs denken. Also dieses Klein-Klein, das wir jetzt aus den letzten 10 Jahren kennen, bringt uns nicht weiter in Bezug auf den Massenmarkt. Weil wenn erstmal wirklich da in Wolfsburg die Schleusen aufgemacht werden oder in Stuttgart, dann gibt es da kein Halten mehr, sage ich mal. Und dann müssen wir entsprechend leistungsfähige Ladeinfrastruktur auf der Straße haben, die diesen Ansturm auch abfangen kann. Und das kriegen wir eben nur dadurch hin, dass wir an einem Standort viel Ladepunkte zur Verfügung stellen mit einer hohen Leistung. Wir platzieren die natürlich dementsprechend auch dann an den verkehrsstarken Achsen. Ne? Also das muss sich daran orientieren. So, und ich glaube, das ist wirklich auch ein Novum dann hier in Deutschland. Ich meine, wir kennen es von Tesla. Die machen es heute schon. Andere machen es jetzt auch an vereinzelten Standorten. Aber dieses richtig große Denken, das wird jetzt erst kommen. Und so, wir fangen vielleicht bei mindestens 4 bis 6 Ladepunkten an. Also ich weiß nicht genau, wie ihr jetzt einen Hub definieren würdet, aber weil es ist ja nicht gesetzlich definiert an der Stelle. Wir würden aber schon sagen, okay, es muss schon irgendwie eine gewisse Größe haben. So nach oben hin offen, gerade an den Autobahnen werden wir auch Zahlen erleben, so, die durchaus im höheren zweistelligen Bereich sind. Wobei wir dann gucken müssen, ob das überhaupt auf diese Standorte drauf passt, ne? Netzanschlussleistungen, verfügbare Parkplätze etc. Ne? Aber ich glaube, wir stehen hier wirklich vor einem qualitativen Sprung auch, ne? Dass wir größere Standorte erleben werden. Und dann habe ich auch diese Sicherheit, ne? Diese Redundanz. Ja, genau. Und da du es gerade angesprochen hast, das war auch eine Frage, die aufgekommen ist, weil das ist wahrscheinlich relativ einfach und auch schnell zu erzählen. Wer oder wie werden die Standorte definiert, beziehungsweise wie kriegt man raus, wo man am besten so eine Standorte aufbaut? Ja gut, wir werden natürlich in irgendeiner Vorgabe, irgendwelche Vorgaben machen müssen, um zu sagen, okay, wo sehen wir denn günstige Standorte? Ne? Dafür wird es in irgendeiner Form also eine Kartengrundlage geben, weil das kann man sich ja erschließen. Also es ist ja rein von der Logik her. Also wenn man ein großes Hub baut, ne, dann muss ja auch quasi an der Stelle irgendwo auch Nachfrage vorbeifahren, sage ich mal. Ne? Und dann erschließt sich relativ schnell, ne, dass das natürlich nicht irgendwie in der letzten Seitenstraße stattfinden kann oder im Gewerbegebiet im hintersten Eck. Das hat natürlich ganz stark immer vom Kunden kommt her, damit zu tun, wo fährt der Kunde lang. Ne? Das heißt, kommt da auch das euer Standort-Tool zum Einsatz? Das ist die Berechnungsgrundlage und darüber haben wir eben aber auch grundsätzlich die Möglichkeit, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich will es mal plastisch herausgreifen. Ne? Es gibt herausragende Engagements, Beispiel Hilden, ne? Becker Schüren, Faster, Tesla und. Da sagen wir so, an so einem Standort, da müssen wir nicht noch einen zweiten Standort da genau daneben setzen. Ne? Oder vor die Nase oder was auch immer. Ne? Da würden wir sagen, da ist ein Knotenpunkt im Netz schon bedient. Super, ne? Müssen wir uns nicht drum kümmern. Und davon wird es auch ein paar andere geben. Aber ich sage mal, über ganz Deutschland gesehen ist das eben überschaubar. Und wenn man sich anguckt, was ist denn an Schnellladepunkten bei der BNetzA gemeldet, da kommen wir ja auf ungefähr 800 bis 900 Stück, je nachdem, ob der BDEW rechnet oder die BNetzA. Aber ein Punkt ist klar, das sind 2,4% des Gesamtbestandes. Und dann muss man sagen, Leute, und das sind ja auch nicht die Hubs. Ne? Davon ist ganz viel auf der Autobahn und. Also die Tatsache, dass irgendwo ein Schnelllader steht, spricht nur, noch nicht dafür, dass wir eine Flächendeckung haben oder eine Bedarfsdeckung, weil eine Lücke, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sehen. Wir definieren eine Lücke in Hinsicht auf zweierlei Dinge. Entweder die Flächenlücke, das heißt, es fehlt der Knotenpunkt im Gesamtnetz, oder eben die Bedarfslücke, das heißt, für die Ausrichtung auf 2025 oder von mir aus auch irgendwie 2030 gibt es da Stand heute zu wenig Ladepunkte. Weil wir müssen ja sicherstellen, dass jetzt der Hochlauf funktioniert. Und wenn ich heute genug Ladepunkte habe, hilft mir das aber morgen nicht. Ne? Johannes, dann lass uns noch mal so ein paar kurz ein paar Detailfragen klären. Wir haben jetzt so ein bisschen den großen Bogen aufgemacht. Dann kommen wir mal zu den Details. Also es war eine ganz wichtige Frage aus der Community und ich hau die jetzt einfach mal so raus. Gibt es dann an den Hubs nur CCS oder wird es auch CHAdeMO-Anschlüsse geben?
Ich hatte immer gehofft, dass die Frage nie wieder kommt, ne? Es ist ja quasi nach auf 2030 hin ausgerichtet, dieser Stademo wird ja prozentual gesehen immer, immer, immer geringer. Und man hat ihn aus meiner Sicht viel zu lange am Leben gehalten, weil man auch immer noch den Kunden die Hoffnung gemacht hat, dass das System weitergetragen wird, ne? Also da haben ja auch die Hersteller quasi den Kunden so ein bisschen an der Nase rumgeführt, aus meiner Sicht, weil sie hätten viel früher klar machen müssen, dieser Standard stirbt aus, ne? Aber wir müssen es natürlich vermutlich in irgendeiner Form berücksichtigen, aber ich kann dazu jetzt keine Aussage machen. Naja, Okay. aber klar ist natürlich, so, Mindeststandard ist CCS, ne? Ah ja, es waren aber schon echt eine Menge Leute, die gesagt haben, hier, ich habe ein Lissan, na, du weißt ja, welche Fahrzeuge das sind und so. Wir haben das gleiche Problem ja grundsätzlich, aber die nächsten Leute, die dann kommen könnten, was ist mit Plug-ins? Ja, also an einem Schnelllader mit 150 kW, wo kann ich mein Plug-in mit einer AC-Schnittstelle laden? Ne? Da muss man auch sagen, Leute, das ist jetzt, ne? Also von daher, wir werden vermutlich ganz viele Leute erreichen, aber vielleicht nicht jeden Ladefall. Wir stellen uns ja unter einer Ladestation immer eine Ladestation vor, die irgendwo mit einem Kabel an einem Stromnetz angeschlossen ist. Jetzt weißt du genauso wie ich, es gibt ja jetzt bestimmte Hersteller, zum Beispiel auch aus Brandenburg, die bieten zum Beispiel netzautarke Ladestationen an, also generatorbetriebene Schnellladestationen, durchaus zu attraktiven Preisen. Es gibt aber auch Ladestationen, die zum Beispiel mit Batteriepuffern arbeiten. Wie ist das, wie sind die Gedanken in die Richtung? Kann es sein, dass wir, und ich meine es weder positiv noch negativ, zum Beispiel an Standorten, wo es eben eine Netzanbindung sehr, sehr schwer, sehr, sehr teuer ist, eventuell generatorgestützte Ladestationen haben? Und wie sieht es aus vielleicht mit dem Thema batteriegestützte oder batteriegepufferte Schnellladestationen? Also den einzigen Generator, den ich mir vorstellen könnte, wäre ja eine Brennstoffzelle. Also müsste irgendwie quasi, ne, irgendwie grüner Strom rauskommen aus diesem Generator, ne, oder aus dieser, sagen wir mal, Maschine. Weil sonst können wir es nicht erklären, wenn dort Emissionen erzeugt werden, dass das Sinn macht, ne? Aber wir fördern ja auch heute schon oder berücksichtigen Batteriepufferspeicher, ne, bei der Förderrichtlinie. Da war es auch immer möglich, wenn man dadurch die Kosten des Netzanschlusses reduzieren kann. Und das ist natürlich ein Punkt, so, das wird auch bei der Ausschreibung irgendeiner Form eine Rolle spielen müssen. Dass man sagt, okay, überlegt euch bitte intelligent, weil wir wollen ja die Kosten drücken, ne? Wie man auch da intelligent solche Systeme spinnen kann. Was anderes ist natürlich nochmal, sind die neuen Schnelllader, die man wirklich jetzt irgendwie mit integrierten Batteriespeicher von der E.ON sieht, etc. Ne? So, die haben wir Stand heute noch nicht in der Förderung drin, sehen aber für die Weiterentwicklung der Förderrichtlinie, dass es diese Produkte gibt. Mein Eindruck bei den bisherigen Förderprogrammen war immer, ein wichtiger Punkt fehlt, nämlich das Thema technische Verfügbarkeit. Also eine mindesttechnische Verfügbarkeit an Ladestationen. Du kennst es, wir kennen es, ihr kennt es. Man hätte eine Ladestation, die ist schon seit Wochen zum Teil außer Betrieb, nichts passiert. Wie sieht's hier aus? Wird sowas vorgeschrieben? Also zwei Punkte. Einmal haben wir natürlich das Problem bei den schon heute geförderten Ladestationen. Da haben wir gerade über die Kolleginnen des Monitoring-Bereichs ein Verfahren festgelegt, wie dort auch ein Beschwerdeverfahren funktionieren kann, das standardisiert ist, weil wir haben natürlich schon den Anspruch, wenn wir da Geld dazu gegeben haben, dass da eine 24-7-Verfügbarkeit gegeben ist. Aber wir haben natürlich das Problem heutzutage, wir kriegen ja die Auslastungsdaten, aber nur periodisch. Bei der Ausschreibung muss das natürlich anders sehen. Also wenn wir eine Leistung vergeben als Staat, dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass das wirklich gegeben ist, ne? Und das kann man über verschiedene Ebenen tun, aber klar ist, wir werden hier ganz anders drauf gucken an der Stelle, als es bei einer Förderung, ne? Also ihr wart ja auch bei uns schon in der Leitstelle. Und es gibt ja auch eine Leitwarte in dieser Leitstelle. Das ist die Vorbereitung darauf, dass man sich da in Echtzeit hinsetzen kann, um zu sehen, was passiert da draußen. Wir haben ja nicht angeschafft, um Bundesliga zu gucken, sondern ne, an der Stelle, wir wollen an der Stelle wirklich in Echtzeit verstehen, was da draußen los ist und sicherstellen, ne, dass dann auch alle, die Geld bekommen, diese Funktionen weitergeben an den Kunden, die Kunden laden können. Okay, cool. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was sicherlich die meisten jetzt schon seit 18 Minuten erwarten, nämlich wie sieht es aus mit den Preisen? Also Steve und ich haben versucht und die Zuschauer natürlich auch aus diesem Gesetz ein bisschen was rauszulesen. Ich fange einfach mal an und du kannst ja mal vielleicht dann dazu was sagen. Also wir haben rausgelesen, dass es nach wie vor so ist, dass die Mobility Service Provider ihren Preis dort aufrufen können. Wenn du mit einem vertragsbasierten Laden dort ankommst, also mit deiner Lieblingsladekarte, ist das so richtig? Ja, ich sage mal so, also diese Standorte müssen ja sicherstellen, dass der Kunde, egal über welchen Zugang er kommt, quasi möglichst komfortabel abgeholt wird. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir alle, die quasi dann noch dazwischen stecken, also quasi als MSP oder EMP, dass die gleich und diskriminierungsfrei behandelt werden. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zum heutigen System, wo ja quasi immer bilateral verhandelt wird, ne, zu welchem B2B-Preis kommen die Leute dran. Und dadurch kommt auch diese Spreizung beim Preisgefüge. Wir an der Stelle natürlich sagen müssen, also wir sind neutral als Staat, wir haben keinen eigenen Business Case, uns ist jeder Bürger, jede Bürgerin gleich lieb. So.
Und von daher müssen wir dafür sorgen, dass an der Stelle, dass es diskriminierungsfrei und fair ist, ne, beim B2B-Preis. So, das ist das, was man da an manchen Stellen da, glaube ich, schon rausliest. Plus, so, wir haben auch keine Präferenz, sage ich mal, ob der Mensch ad hoc dort laden möchte oder mit seinem Stromvertrag. Ne? Das soll der Mensch selber entscheiden, was für ihn komfortabler ist. Aber wir werden nicht künstlich ihn auf irgendeine von beiden Produkten lenken wollen. Und wie ist das jetzt bei den Ad-hoc-Ladepreisen? Also da ist uns beiden nicht klar geworden, ob jetzt der Bund oder das Bundesministerium einen Preis vorgibt oder ob der Betreiber sozusagen den Ad-hoc-Preis vorgeben kann. Kannst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Das hängt am Ende von dem Modell ab, das man da platziert und wie man quasi die Kosten von CapEx und OpEx und die Einnahmenseite, wie man das miteinander verschmilzt. Ne? Also klar ist, wenn wir da Geld reingeben, dann wird es keine Überrenditen geben dürfen für diejenigen, die das Los gewinnen, aber sie müssen möglicherweise auch irgendeine bekommen. Von daher ist das noch nicht kommunizierbar, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben das in die Eckpunkte stehen eigentlich, sage ich mal so, aber es gibt durchaus gerade noch hochintensive Verhandlungen dazu im Hintergrund, auch um die aktuellen nochmal Anmerkungen und Bedenken nochmal stärker aufzugreifen. Wobei immer die Philosophie war, wir wollen nicht den bestehenden Markt in irgendeiner Art und Weise kaputt machen. Wir müssen uns da einfügen, aber es gibt natürlich einen Korridor, ne, der daraus besteht. Die untere Grenze würde irgendeine Art von Dumping bedeuten, ne? Wo man einfach sagt, okay, das ruiniert die anderen. Aber nach oben hin gibt es natürlich irgendwo, sage ich mal, eine Linie, die wir mal Abzocke nennen. Ne? Wenn es zu hoch ist, das bringt dem Kunden nichts mehr. Und wir wollen ja den Kunden auf die Elektromobilität bringen. Also von daher muss auch irgendwo, der Preis ist natürlich genau der Punkt, um diese Attraktivität, Elektromobilität zu heben. Und deswegen muss dieser Punkt sehr klug gesetzt werden. Und ich kann nur so viel sagen, es ist nichts, was wir irgendwie mal so eben so machen und diskutieren, sondern wir legen sehr viel Wert und Zeit darauf, dass wir da eine ordentliche Lösung hinbekommen. Und wie gesagt, eingangs habe ich gesagt, wir wollen ja auch, dass links und rechts von den Standorten noch was entsteht und werden das übrigens auch noch über eine Förderrichtlinie dann entsprechend pushen. Ne? Also uns liegt viel am Gesamtsystem, aber uns ist auch klar, ne, wir wollen jetzt erstmal diese Backbone natürlich auch in diese Landschaft reinbekommen, ohne allzu große Schmerzen, ne, im Bestand. Gut, dann lassen wir uns überraschen, ob wir eine 1,09 € pro Kilowattstunde an diesen Ladestationen dann irgendwo mal sehen oder hoffentlich nicht, wie auch immer, weil das wäre natürlich auch ein Signal raus in die ins Land, dass es nicht so, dass das einfach sehr teuer wäre und das sicherlich nicht unbedingt förderlich für die Elektromobilität wäre. Also lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht noch einen Punkt dazu. Ja. Ich meine, wir brauchen ja auch Wettbewerb zwischen EMPs. Und am Ende geht es um die Frage, wer kann das beste Produkt mit der geringsten Marge irgendwie an den Kunden bringen. Und heutzutage weiß der Kunde überhaupt gar nicht, ne, wie viel Marge steckt jetzt eigentlich drin, weil es ist ja so, diese Vergleichbarkeit ist gar nicht da. Und von daher ist das, finde ich, auch schwierig an der Stelle für mich als Nutzer, wenn ich da vorbeikomme, das irgendwie einzuordnen. Ne? Und das könnte vermutlich in unserem Ansatz dann einen Schritt nach vorne gebracht werden, weil dann ist eine Vergleichbarkeit auf einmal gegeben. Johannes, was meinst du, wann wird es die erste aus wann wird es den ersten Ladehub geben, der auf diesem Programm sozusagen beruht? Was ist so deine Hoffnung und wie siehst du den Hochlauf oder die Entwicklung dieses Programms? Ja, ich freue mich ja schon drauf, weil ich habe ja die Hoffnung, dass ich ja noch mal einmal im Leben jetzt mal einen Spaten in die Hand nehmen darf. Für so ein Foto habe ich noch nie gemacht. Ne? Aber das wird dies ja natürlich nichts mehr, weil so das ganze Verfahren mit Ausschreibung, Diskussion und das zieht sich leider noch ein bisschen. Wir sind auch natürlich ungeduldig an der Stelle. Wir hätten es auch gerne früher gehabt. Ne? Das nervt dann vor allem, weil es natürlich auch bedeutet, so was passiert in der Zwischenzeit? Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt für uns. Wir wollen relativ schnell Klarheit darüber schaffen, wo sind denn eigentlich genau diese Standorte, die entstehen sollen oder diese Suchräume und suchen dann nach einer Möglichkeit, das der Szene auch mitzugeben, damit sie wissen, okay, wo sind denn dann die anderen Bereiche, wo dann nichts passiert? Ne? Weil ich verstehe natürlich vollkommen, solange wir da mit irgendwie 1000 Standorten rumschweben und keiner weiß, wo die am Ende landen, würde ich mir als Investor auch gut überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Und diese Situation müssen wir schnell auflösen, aber da sind wir auf einem guten Weg hoffentlich. Also, wir haben es auf dem Schirm. Ne? Johannes, letzte Frage, weil du gerade von diesem Rumarbeiten, sage ich mal ganz vorsichtig gesagt, an diesen 1000 Standorten sprichst, wird die Community irgendwie mit einbezogen? Werden die Leute, die es nutzen, irgendwie mal befragt, sind die Standorte okay? Habt ihr Standortvorschläge? Vielleicht sowas in die Richtung? Das ist ja die Frage, wie kommt man jetzt an den Standort? Weil das ist ja die jetzt entscheidende Frage, bringt man den mit oder stellt der Staat den zur Verfügung oder ist es ein Hybrid oder sonst was? Ne? Die Einbindung der Community wird auch dann, wenn es soweit ist, wenn er aufgebaut worden ist, wollen wir natürlich eine Bewertung haben. Ne? Aber jetzt im Vorfeld ist das natürlich extrem schwer, weil
So, es ist ja ein Wettbewerb. Also ich kann ja da natürlich auch nicht lenken. Also ich kann ja nicht quasi aus der Leitstelle heraus bestimmen, okay, das muss jetzt alles auf den oder den Parkplatz, sondern das wird ja in diesem Wettbewerb entschieden. Von daher ist es auch schwierig, ne? Also man weiß, das ist das Spannende, man weiß auch gar nicht, wo man dann am Ende landet, ne? Weil wir haben doch keine Präferenzen. Also ob das jetzt Tankstelle, Retailer, kommunaler Parkplatz, Parkhaus, was auch immer ist, da gibt es ja über die Ausschreibung erstmal keine Präferenz, sondern wir müssen gucken, okay, was kommt denn da in Summe, ne? Aber Standorte ist natürlich das zentrale Bottleneck. Und so, da muss man gucken, wie es auch dann über das Förderprogramm hinaus eigentlich dauerhaft gelingt, Standorte für unser Thema zu gewinnen. Weil das sehe ich auch als Problem. Vielleicht da noch kleiner Werbeblock für das Flächentool, das jetzt jüngst auch in Betrieb gegangen ist. Wir wissen ja, dass es Investoren gibt, die händeringend Standorte suchen. Andersrum gibt es Kommunen, die kein Geld haben, die aber Standorte haben und händeringend Investoren suchen. Und deswegen, ne, sind wir jetzt als Leitstelle auch unter die Parship-Akteure gegangen. Wir verkuppeln jetzt Fläche mit Investoren über das Flächentool. Okay. Ja, Johannes, das waren geballte 25 Minuten Infos zum Schnellladegesetz. Ich danke dir erstmal. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst, was ich vielleicht nicht gefragt habe? Gibt es irgendeine Info, wo du, die du gerne noch mitteilen möchtest? Nein, wir hoffen jetzt natürlich, dass das dann irgendwann auch durch den Bundestag beschlossen wird, dass es uns auch gelingt, nochmal klarzumachen, dass dieses Gesetz Grundlage dafür ist, dass es uns gelingt, den Kunden die Sicherheit zu geben, dass sie in Deutschland Mittel- und Langstreckenmobilität ohne Probleme erfahren können. Also, dass wir es hinbekommen, dass keiner mehr sagt, pass auf, Leute, Elektroauto ist bäh, weil funktioniert ja nicht mit dem Laden, ne? Den Zahn müssen wir jetzt ziehen und sagen, okay, wir sind jetzt verliebt ins Gelingen. Wir wollen jetzt, dass einfach Mobilität mit Elektroautos einfach total unproblematisch wird, deutschlandweit, weil wir diese Flächendeckung hinbekommen. Also verliebt ins Gelingen, das finde ich ein super Schlusssatz von dir. Und ich mache jetzt nochmal mit einem Augenzwinkern eine letzte Anmerkung, nämlich ich bin nochmal sehr gespannt, mit welchem Auto der nächste Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder der nächste Verkehrsminister dann zur Eröffnung des ersten Ladehubs aus dem Programm kommen wird, ob es ein Elektro- oder ein Verbrenner sein wird, da lassen wir uns mal überraschen. Johannes, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du jetzt hier am Freitagnachmittag mit uns gequatscht hast. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal demnächst wiedersehen. Nicht erst, wenn der erste Schnelllader-Hub eröffnet wurde. Und in dem Sinne auch an euch, dass ihr das Video gesehen habt. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dankeschön. Johannes, alles Gute euch. Viel Spaß weiterhin bei der Arbeit und bleibt Danke. verliebt ins Gelingen. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.